Mein Name ist Markus Brühl und das Thema meiner Doktorarbeit lautet die direkte und inverse nichtlineare Fourier-Transformation auf Grundlage der Korteweg-de-Vries-Gleichung. Ich nenne dieses Verfahren KDV-NLFT und die Methode liefert eine Spektralanalyse von nichtlinearen Oberflächenwellen im Flachwasser. Ich habe meine Doktorarbeit an der Technischen Universität Braunschweig angefertigt, am Leichtweiß-Institut für Wasserbau in der Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen. Mein Doktorvater war Herr Professor Hossein Umarassi. Gutachter war Professor Alfred R. Osborn von der Universität Turin aus Italien. Die Forschung, die zu den Ergebnissen führte, die hier dargestellt werden, wurde gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den Projekten OU191 und 192. Die Verteidigung fand ursprünglich am 28. Februar 2014 statt. Was hier jetzt gezeigt wird, ist eine aufgezeichnete Version mit leicht veränderten Folien und eine deutlich ausführlichere Fassung, als ich sie bei dem Disputationsvortrag damals gegeben habe. Die Aufzeichnung erfolgte am 5. Juni 2015. Der Inhalt meiner Doktorarbeit ist hier dargestellt. Erstes Kapitel, die Einleitung, ich sage was über die Motivation, die Ziele und die Methodik, die zum Tragen kommt. Dann in dem Punkt theoretischer Hintergrund wird die Prozedur der KDV-NLFT beschrieben. Es gibt eine kurze Einführung in nichtlineare Wellen, Wasserwellengleichungen, lineare und nichtlineare Wellentheorien, knoidale Wellen als spektrale Basiskomponenten für die Zerlegung in der KDV-NLFT. Die KDV selber, die nichtlineare auf KDV basierte Fourier-Transformation und zum Vergleich mit der nichtlinearen Transformation gewonnenen Daten auch eine kurze Einführung in die konventionellen Wellenanalysemethoden im Frequenz- und Zeitfrequenzbereich. Schließlich eine Spezifizierung der Zielsetzung und Methoden, die in der Doktorarbeit angewendet werden sollen. Nach den Grundlagen kommt ein Abschnitt über die numerische Implementierung der NLFT, und zwar zunächst die inverse NLFT, in der nichtlineare Wellen überlagert werden, sodass die nichtlineare freie Oberfläche gebildet wird, und dann die direkte NLFT, in der ein gegebenes Signal in spektrale Basiskomponenten zerlegt wird. Das ist analog zu dem Vorgehen in der inversen und direkten FFT. Ein kurzer Abschnitt zur Validierung und schließlich die Zusammenfassung und die Implikationen für das weitere Vorgehen. Nach den Grundlagen folgt dann ein Abschnitt mit praktischen Anwendungen. Und zwar geht es um die vergleichende Spektralanalyse von Solid and Fission über und hinter getauchten Riffen. Erste Beschreibung des Problems, der theoretische Hintergrund, dann das experimentelle Setup aus dem Wellenkanal an der TU Braunschweig und das numerische Setup aus dem verwendeten numerischen Modell. Dann folgt die Spektralanalyse des Problems mit konventionellen Analysemethoden. Und dann folgt die Anwendung der NLFT auf dieses Problem und eine vergleichende Darstellung. Dann wird der Einfluss verschiedener Parameter auf die Anzahl der transmittierten Solitonen über und hinter dem Riff ermittelt, durch Anwendung der NLFT und schließlich eine Zusammenfassung. Die NLFT wird für ein weiteres praktisches Problem angewendet, und zwar für die harmonische Generierung im Flachwasser. Erst eine kurze Beschreibung des Problems, dann die Analyse von dieser harmonischen Generierung aus Messdaten, aus Wellenkanälen. Dann zunächst über flachem Boden, dann ein Abschnitt, wie sich das Ganze über geböschten Böden, also geneigten Böden verhält, eine Betrachtung globaler und lokaler Effekte an getauchten Riffen und schließlich eine Zusammenfassung. Schließlich in dem sechsten Kapitel zwei kurze Abschnitte oder relativ kurze Abschnitte. Einmal die Analyse und Vorhersage von langperiodischen Kosinuswellen oder der Transformation von langperiodischen Kosinuswellen im Flachwasser mithilfe der NLFT. Und sehr kurz die Analyse von langperiodischen Primärwellen von Schiffen. So. Schließlich auch hier eine Zusammenfassung. Und das Ganze schließt mit einer
Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen, mit Empfehlungen und mit einem Ausblick. Ich habe die Dissertation als PDF-Datei über die Universitätsbibliothek veröffentlicht. Der Link zu der PDF-Datei befindet sich hier, die kann dort heruntergeladen werden. Und wer mehr über mich und meine Ergebnisse, meine Forschung wissen möchte, ist herzlich eingeladen, auch meine Webseite zu besuchen. Die verschiedenen Themen der Doktorarbeit sind viel zu umfangreich, um sie hier in diesem Vortrag zu behandeln. Deshalb werden für die Präsentation die hier hinterlegten Inhalte ausgewählt. Basierend auf diesen Inhalten ergibt sich folgende Struktur dieses Vortrags. Erstens Gründe, warum es sich überhaupt lohnt, sich mit der KdV-Gleichung und der NLFT zu beschäftigen. Ich zeige in 10 Schritten, wie man von der Korte-Weg-de-Vries-Gleichung zur KdV-NLFT kommt. Ein paar kurze Anmerkungen, wie man aus den mathematischen Formulierungen, aus den Veröffentlichungen zu einem MATLAB-Code für die praktische Anwendung kommt. Und dann der interessanteste Teil wahrscheinlich für die meisten von Ihnen, die Anwendung der KdV-NLFT und ein paar Ergebnisse, die zeigen, dass es für bestimmte Fragestellungen durchaus vorteilhaft ist, diese Methode anzuwenden. Und schließlich eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick. So, wir fangen an mit den Grundlagen und warum wir uns überhaupt mit der KdV-Gleichung und der NLFT beschäftigen sollen. Wenn wir uns mit Oberflächenwellen im Flachwasser beschäftigen, brauchen wir ein Konzept für Nichtlinearität, weil Wellen im Flachwasser in der Regel, wenn es nicht ganz kurze Wellen sind, nichtlineare Eigenschaften aufweisen. Wohlbekannt ist dieses Diagramm, mit dem man die für bestimmte Randbedingungen, und zwar die relative Wassertiefe und die Wellensteilheit, also die gegebenen Randbedingungen, und dann dafür die passende Wellentheorie auswählt, die für diese Randbedingungen die am besten passende Form der Oberflächenwellen liefert. Für lineare Wellen haben wir die Wellentheorie nach Erie, dann haben wir die Wellentheorie nach Stokes in aufsteigender Ordnung, zweite, dritte, vierte, fünfte Ordnung. Wenn wir mehr ins Flachwasser gehen, haben wir die knoidale Wellentheorie und irgendwann haben wir dann die solitären Wellen. Es gibt noch eine Stream Function, das ist eine numerische Wellentheorie, die in diesem Vortrag nicht weiter behandelt wird. Wenn wir uns die verschiedenen Wellentheorien anschauen, dann stellen wir fest, dass mit abnehmender relativer Wassertiefe, H zu L, und zunehmender Wellensteilheit die Nichtlinearität ansteigt und auch die Asymmetrie der Welle ansteigt. Wenn wir das auftragen, dann haben wir unten die lineare Wellentheorie nach Erie, dann haben wir Stokes zweite und fünfte Ordnung, die knoidale Theorie und die solitäre Wellentheorie, und die Nichtlinearität der Wellen steigt in dieser Aufstellung von unten nach oben an. Wir können die Wellen darstellen, das ist eine lineare Welle, das sind normierte Wellenformen. Wenn wir die Stokes-Welle zweiter Ordnung darüber legen, sehen wir, dass die Welle leicht nach oben versetzt ist, verschoben ist, aber sich kein grundsätzlicher Unterschied zeigt. Wenn wir eine Stokes-Welle fünfter Ordnung haben, ist diese Welle deutlich nicht linearer. Wir sehen einen höheren Wellenberg und einen schmaleren Wellenberg. Und im Gegensatz dazu ein flacheres und breiteres Wellental. Wenn wir in den Anwendungsbereich der knoidalen Wellentheorie gehen, nimmt dieser Effekt weiterhin zu. Der Wellenberg wird steiler und schmaler und das Wellental wird breiter und flacher, bis wir schließlich bei den solitären Wellen sind, die nur noch aus einem relativ steilen Wellenberg bestehen und gar kein Wellental mehr zeigen. Das ist der Grund, wir haben in der Realität nichtlineare Wellen vorliegen. Und wenn wir Wellenanalysen durchführen wollen und die Eigenschaften der Wellen betrachten wollen, brauchen wir ein Konzept für die Beschreibung der Nichtlinearität der Wellen im Flachwasser. Wir können unterscheiden zwischen der Intrawellen-Nichtlinearität und der Interwellen-Nichtlinearität. Unter Intrawellen-Nichtlinearität verstehe ich die Eigenschaft von bestimmten Wellen, dass sich die Frequenz mit der Wellenperiode ändern kann. Das ist eine Definition für Nichtlinearität, die in der Literatur zu finden ist. In der konventionellen Definition der Wellenfrequenz f wird f definiert als 1 durch t, die Wellenperiode.
Das heißt, in dieser Definition ist die Frequenz konstant. Wenn wir die instationäre Hilbert-Frequenz anwenden, dann erlaubt diese Frequenz oder diese Definition erlaubt die Variation der Frequenz mit der Oszillation der Welle. Ich zeige ein paar Beispiele, damit das klarer wird. Wenn wir eine Welle haben nach der Wellentheorie nach Ehry, haben wir eine lineare Kosinuswelle, hier die freie Oberfläche. Wenn wir diese Frequenz analysieren mit der Hilbert-Transformation, bekommen wir dieses Ergebnis. Das heißt, die Hilbert-Transformation liefert eine konstante Frequenz über die gesamte Periode. Die Daten hier sind normiert, sodass wir jeweils von 0 bis 1 eine Periode haben. Die Welle ist linear, deshalb gibt es hier keine Variation. Und im herkömmlichen FFT-Spektrum wird diese Welle mit einem Peak dargestellt, was auch zu erwarten ist, da im Frequenzspektrum der FFT, Amplitudenfrequenzspektrum, die Amplituden von Kosinus- oder Sinuswellen dargestellt werden. Und wenn wir eine Kosinuswelle haben, dann wird auch diese Welle im Spektrum durch einen Peak dargestellt. Wenn wir eine Stokes-Welle zweiter Ordnung haben, sehen wir in der Darstellung der Welle keinen großen Unterschied, weil die Nichtlinearität noch relativ gering ist. Aber wenn wir die Hilbert-Transformation anwenden, sehen wir bereits, dass es hier zu einer Variation der Frequenz über die Periode kommt. Das kommt daher, dass sich die Krümmung der Kurve ändert, weil auch in dieser Welle bereits das Tal, der Wellenberg etwas höher und schmaler ist, das Tal etwas flacher und breiter. Also ändert sich die Krümmung im Vergleich zur linearen Kosinuswelle und wir haben eine Variation der Frequenz über die Amplitude. Im Fourier-Spektrum würde man jetzt erwarten, da wir eine Welle nach Stokes zweiter Ordnung haben, dass wir auch einen ersten harmonischen Peak, eine höhere harmonische Komponente bekommen. Die ist vorhanden, ist aber so gering, dass man sie in dieser Darstellung hier nicht sieht. Wenn wir eine Welle nach Stokes fünfter Ordnung uns anschauen, dann sehen wir, dass die Variation der Frequenz über die Amplitude, über die Periode deutlich zugenommen hat und wir jetzt auch hier im Fourier-Spektrum 1, 2, 3, 4 Frequenzkomponenten finden. Diese hohe Anzahl an Komponenten ist notwendig, da das nichtlineare Signal mit Kosinuswellen rekonstruiert wird und für die Generierung dieser nichtlinearen Wellenform, die von der Kosinusform abweicht, verschiedene Kosinuswellen mit verschiedenen Phasen und Amplituden überlagert werden müssen. Entschuldigung, nicht mit verschiedenen Phasen, aber mit verschiedenen Amplituden. Wenn wir in den Bereich der knoidalen Wellentheorie kommen, das war der Bereich, wenn die Wassertiefe weiter abnimmt, sehen wir eine weitere Zunahme der Variation der Frequenz. Die Komponenten, die höheren harmonischen Komponenten werden etwas größer, weil für die Darstellung der größer werdenden Nichtlinearität jetzt größere Amplituden in den harmonischen Komponenten erforderlich sind. Schließlich haben wir die sehr nichtlineare solitäre Welle und hier haben wir dann die maximale Anzahl an harmonischen Komponenten mit entsprechend hohen Amplituden. Wir sehen, dass es für verschiedene nichtlineare Wellen, Oberflächenwellen, verschiedene Frequenzrepräsentationen gibt. Einmal die normale Fourier-Repräsentation im FFT-Spektrum, wo die Nichtlinearität über die Anzahl oder zunehmende Anzahl und zunehmende Amplituden der höheren harmonischen dargestellt wird. Oder in der Hilbert-Transformation, wo wir sehen, dass die Nichtlinearität, diese Intravellen-Nichtlinearität, die sich auf die Variation oder die Änderung der Nichtlinearität innerhalb einer Wellenperiode bezieht, dass sich die ändert dadurch, dass die Variation der Frequenz über die Periode zunimmt. Die zweite Art von Nichtlinearität ist die Intervellen-Nichtlinearität, die beschreibt, wie sich nichtlineare Wellen gegenseitig beeinflussen und sich durch diese gegenseitige Beeinflussung von nichtlinearen Wellen, die zum gleichen Zeitpunkt an derselben Stelle auftreten, die freie Oberfläche ändert. In diesem Beispiel haben wir die nichtlineare Wellen-Wellen-Interaktion zwischen oszillatorischen Wellen, nicht solitären Wellen, sondern oszillatorischen Wellen. Hier sind die Wellenparameter gegeben, die verwendet wurden, um diese Welle zu generieren. Das Resultat ist, dass wir eine Stokes-Welle haben, mit entsprechend langen Perioden
Und hier haben wir Stokes-Wellen mit größerer Amplitude, aber dafür kleineren Perioden. Wenn wir diese beiden Wellen linear überlagern, bekommen wir dieses Signal. Da es sich aber um nichtlineare Wellen handelt, müssen wir auch die nichtlinearen Wellen-Wellen-Interaktionen berücksichtigen. Und die Interaktionen können dargestellt werden durch eine eigene Zeitreihe, sodass die Gesamtüberlagerung letztlich die freie Oberfläche liefert. Das heißt, die nichtlineare Überlagerung besteht aus der linearen Überlagerung der beiden beteiligten knoidalen Wellen. In diesem Fall sind es Stokes-förmige Wellen und deren nichtlinearen Interaktionen. Stellt sich die Frage, ist es überhaupt notwendig, diese Interaktion zu berücksichtigen oder können wir sie vernachlässigen? Und diese beiden Beispiele zeigen, dass es durch die Berücksichtigung der Interaktion zu signifikanten Veränderungen in der freien Oberfläche kommen kann, sodass wir nicht von vornherein sagen können, die Interaktionen sind so gering, dass wir sie vernachlässigen können. Hier ist ein zweites, sehr klassisches Beispiel gezeigt, nämlich der Überholvorgang von zwei Solitonen. Wir haben hier Ortsreihen, das heißt, das Signal wird dargestellt über den Ort X. Und wir haben hier verschiedene Zeitschritte. Das heißt, zu einem sehr frühen Zeitschritt haben wir hinten zwei Solitonen, zwei solitäre Wellen, eine größere, eine kleinere. Die größere ist schneller und wird im weiteren Zeitverlauf, während die Wellen sich nach rechts über X ausbreiten, wird die größere Welle, die höhere Welle, wird die langsamere kleine Welle überholen. Das sehen wir hier. Wir sehen, dass diese Welle fortschreitet, dass die Amplitude abnimmt. Im Zentrum oder im Mittelpunkt des Überholvorganges sehen wir, dass wir kaum noch einen Unterschied sehen zwischen den beiden Wellen. Und aus diesem Überholvorgang erscheint die erste Welle ohne eine Veränderung ihrer Form. Das Einzige, was wir sehen können, ist, dass es einen Phasenunterschied gibt. Das heißt, es gibt einen Phasensprung. Ich möchte betonen, dass die Überlagerung dieser beiden Wellen, dieser oszillierenden Wellen zu dieser freien Oberfläche und die Überlagerung dieser sehr nichtlinearen Wellen zu diesem Überholvorgang, dass die beide mit dem gleichen Code berechnet wurden. Die einzige Variation, die ich gemacht habe, ist, dass ich die Parameter dieser einzelnen Wellen so verändert habe, dass ich hier Stokes-förmige Wellen bekomme und hier sehr, sehr stark nichtlineare, solitonförmige Wellen. Aber wie gesagt, der mathematische Code oder der numerische Code im Hintergrund ist identisch für beide Fälle. Jetzt ein paar Worte darüber, was meine Motivation war, mich überhaupt mit der Korteweg-de-Vries-Gleichung und der nichtlinearen Fourier-Transformation zu beschäftigen. Eine Motivation war, dass mit dieser Methode es möglich ist, durch eine Gleichung alle verschiedenen Wellentypen, die wir üblicherweise aus dem Küsteningenieurwesen und dem Flachwasserbereich kennen, auszudrücken. Das heißt, durch die Anwendung der knoidalen Wellengleichung in Form der Jacobi-Theta-Funktion, die Intra-Wellen-Nichtlinearität mit berücksichtigt, haben wir eine Gleichung für alles, die automatisch diese Nichtlinearitäten berücksichtigt. Das heißt, ich muss nicht mehr gucken, welchem relativen Wassertiefenbereich bin ich und welche dieser vier üblichen Wellentheorien muss ich dann anwenden. Ich habe bei Anwendung der KTV-NLFT eine automatische Berechnung der Wellen-Wellen-Interaktionen. Das passiert dadurch, dass ich jetzt Riemann-Theta-Funktion verwende. Jacobi-Theta-Funktion mit einem kleinen Theta, Riemann-Theta-Funktion mit einem großen Theta. Und diese Funktion berücksichtigt automatisch die Intervellen-Nichtlinearität zwischen den überlagerten Wellen. Wenn wir im Küsteningenieurwesen Originaldaten haben aus Ortsreihen oder Zeitreihen, reguläre oder unregelmäßige Daten, dann haben wir verschiedene Wellenanalysemethoden zur Verfügung, entweder im Frequenz- oder im Zeitfrequenzbereich. Die Fourier-Transformation, die Wavelet-Transformation oder die Hilbert-Huang-Transformation. Jede dieser Methoden hat eine unterschiedliche spektrale Darstellung der Ergebnisse. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir verschiedene Methoden haben, verschiedene spektrale Repräsentationen und Darstellungen, bekommen wir verschiedene Ergebnisse. Ja, bekommen wir in der Regel. Und dann ist die Frage, wie
unsere Interpretation der zugrunde liegenden hydrodynamischen Prozesse, die dann in Zusammenhang steht mit der hydraulischen Wirksamkeit, zum Beispiel einer Riffstruktur, wie diese Interpretation verknüpft ist mit den Analyseergebnissen. Das heißt, wir wollen herausfinden, welche Methode die besten Ergebnisse für die Analyse bestimmter, ausgewählter, nichtlinearer Prozesse bietet. Und mit der nichtlinearen Fourier-Transformation ist da eine zusätzliche Methode hinzugekommen, die nichtlineare Eigenschaften einzelner Wellen durch die Intravellen-Nichtlinearität berücksichtigt und darüber hinaus auch die Wechselwirkungen zwischen nichtlinearen Wellen explizit im Code eingebaut hat. In diesem Abschnitt geht es darum, zu zeigen, wie man in 10 Schritten von der KdV-Gleichung zur KdV-NLFT gelangt. Ich gebe einen Überblick über das Konzept und die Prozeduren der KdV-NLFT. Wir starten mit der Cordewig-de-Vries-Gleichung. Diese Gleichung beschreibt die Ausbreitung langer Wellen im Flachwasser. Da wir im Küstenbereich überwiegend Flachwasserbedingungen haben und daher auch relativ lange Wellen, ist diese Gleichung durchaus geeignet, das Verhalten von Wellen im Flachwasser im Küstenbereich zu beschreiben. Knoidale Wellen sind Lösungen der KdV-Gleichung für periodisch fortschreitende Wellen oder entsprechende Randbedingungen. Jacobi-Theta-Funktionen können verwendet werden und sind eine sehr nützliche Darstellung von knoidalen Wellen. Die Einführung der Jacobi-Theta-Funktion ist eine Vorbereitung für den Schritt 5, der gleich behandelt wird. Wenn wir Wellen darstellen wollen, brauchen wir Wellenparameter. Das ist auch zum Beispiel in der Wellentheorie nach ERI so. Wir müssen uns überlegen, welche Amplitude, welche Wellenhöhe brauchen wir, möchten wir haben, welche Frequenz, welche Wellenzahl, welche Phasenverschiebung soll die Welle dann schließlich haben. Das ist hier genauso. Wir brauchen spektrale Parameter, die entweder auch für bestimmte Randbedingungen festgelegt wurden oder die völlig zufällig gewählt wurden. Wir müssen das Ganze für n Wellen definieren, die wir überlagern wollen. Oder wir können Wellenparameter verwenden, die aus einer vorher durchgeführten direkten NLFT kommen. Das heißt, wir haben ein Signal zerlegt in spektrale Komponenten und können jetzt die dort ermittelten Wellenparameter nehmen, um das Signal wieder zu reproduzieren. Wir sind jetzt in dem Bereich der inversen NLFT, in dem knoidale Wellen nicht linear überlagert werden und die freie Oberfläche berechnet wird. Wir verwenden dafür Riemann-Theta-Funktionen. Wie gesagt, als Erinnerung, Jacobi-Theta-Funktionen repräsentieren eine knoidale Welle und haben ein kleines Theta. Riemann-Theta-Funktionen repräsentieren die Überlagerung verschiedener knoidaler Wellen und haben ein großes Theta. Durch die Anwendung der Riemann-Theta-Funktionen wird die freie Oberfläche berechnet und die Überlagerung der n hier ausgewählten oder hier ermittelten knoidalen Wellen in Form von Jacobi-Theta-Funktionen wird durchgeführt und die nichtlinearen Interaktionen zwischen diesen Wellen werden berechnet. Wenn ich die freie Oberfläche bekomme und ich vorher weiß, welche Parameter oder welche Wellenkomponenten daran beteiligt sind, dann kann ich die nichtlinearen Interaktionen berechnen, indem ich von der nichtlinearen freien Oberfläche aus Schritt 5 die Überlagerung der nichtlinearen Wellen, also die lineare Überlagerung aus den Schritten 3 und 4 abziehe. Das heißt, nichtlineare freie Oberfläche minus die anfangs vorhandenen Wellenkomponenten liefern dann die Interaktion zwischen diesen Wellen. In der direkten NLFT wird ein gegebenes Signal aus Messungen oder numerischen Simulationen in n knoidale Wellen zerlegt, hier dargestellt, die, wenn sie denn in der inversen NLFT nicht linear überlagert werden, genau diese freie Oberfläche reproduzieren. In der direkten NLFT wird der Interaktionsterm nicht mitgeliefert, sondern es werden nur die knoidalen Wellen ermittelt.
Wir können, wenn wir diese Wellen ermittelt haben, unterscheiden, ob es sich um oszillatorische Wellen handelt oder ob es sich um solitäre Wellen handelt, Solitone. Die spektralen Komponenten werden adaptiv ermittelt. Adaptiv heißt, wir verwenden knoidale Wellen für die spektrale Zerlegung. Nicht nur Cosinuswellen wie in der FFT, sondern knoidale Wellen. Und knoidale Wellen können verschiedene Formen haben und alle diese möglichen Formen innerhalb der Bandbreite knoidaler Wellen sind mögliche Lösungen. Das meine ich mit adaptiv und je nach den Randbedingungen, vor allem je nach der vorherrschenden Wassertiefe, wird ein Signal in Wellen mit verschiedenem nichtlinearem Charakter zerlegt, aber das werde ich später noch im Detail zeigen. Die Ergebnisse aus der direkten Transformation werden in dem sogenannten nichtlinearen Spektrum dargestellt. Es gibt einmal das Strahlungsspektrum, in dem die Werte der oszillierenden Wellen dargestellt werden, und es gibt das Solitonenspektrum, in dem die Solitonen dargestellt werden. Wenn ich die Analyse durchgeführt habe und ich habe die Werte aus dem nichtlinearen Spektrum entnommen, beziehungsweise sie werden dort angezeigt, dann kann ich entweder die Originaldaten rekonstruieren, indem ich die Daten, die ich hier ermittelt habe, in der inversen NLFT verwende. Dann bekomme ich eine Reproduktion der nichtlinearen freien Oberfläche. Ich kann nichtlinear filtern. Das heißt, ich kann aus dem nichtlinearen Spektrum bestimmte Frequenzbereiche, Low-Pass, High-Pass, Band-Pass herausnehmen und entferne damit diese Komponenten aus der freien Oberfläche. Sowie alle Interaktionen, die mit diesen Komponenten verknüpft sind. Deswegen nichtlineares Filtern. Und ich kann die ermittelten knoidalen Wellen kann ich verändern in X und T. Das heißt, ich kann diese Wellen sich ausbreiten lassen von einem Punkt zu einem anderen Punkt, kann dann für diese veränderten Wellen, die dann eine verschiedene Phaseninformation haben, die inverse Transformation durchführen und bekomme dann die zu erwartende nichtlineare freie Oberfläche am Punkt B auf Grundlage der Messungen am Punkt A. Jetzt eine etwas ausführliche Darstellung dieser einzelnen Punkte. Das ist die mathematische Darstellung der Kordewig-de-Vries-Gleichung. Wir haben partielle Ableitungen der freien Oberfläche. Eta ist die freie Oberfläche. Wir haben Ableitung nach der Zeit und nach x. Wir haben die Wellenschnelligkeit. Wir haben Koeffizienten für Nichtlinearität und Dispersion. Und die Summe aller dieser vier Komponenten muss 0 ergeben. Ein Beispiel für eine Kosinuswelle. Ich habe eine Kosinuswelle mit diesen Parametern erzeugt durch Anwendung der Wellentheorie nach Eri. Das ist die freie Oberfläche Eta. Hier ist dargestellt die Ableitung nach der Zeit. Hier ist dargestellt die Wellenschnelligkeit mal die Ableitung nach x. Hier ist der nichtlineare Term und hier ist der Dispersionsterm dargestellt. Und wenn ich diese vier Terme überlagere, ergibt sich eine Linie, die 0 ist. Und das heißt, dass dieses Signal mit den hier gegebenen Randbedingungen eine Lösung der KdV-Gleichung ist. Und wie ich später zeigen werde, das bedeutet, dass ich diese Kosinuswelle in dieser Wassertiefe ungestört ausbreiten kann. Wenn ich jetzt die Randbedingung verändere, ich erhöhe die Wellenhöhe und reduziere die Wassertiefe. Gleiche Form hier, nur andere Skalierung, weiterhin eine Kosinuswelle. Der Eri-Wellentheorie ist es egal, welche Werte ich einsetze. Dann bekomme ich hier die Ableitung der Oberfläche nach der Zeit. Hier Geschwindigkeit mal Ableitung nach x. Hier den nichtlinearen Term und hier den Dispersionsterm. Und wir stellen fest, dass dieses Signal oder diese vier Komponenten sich nicht zu Null addieren. Das heißt, diese Welle, diese Kosinuswelle für diese Randbedingungen ist keine Lösung der KdV-Gleichung. Und, wie sich am Schluss zeigen wird, bedeutet das, dass sich diese Kosinuswelle in dieser Wassertiefe nicht als stabile Welle ausbreiten wird, sondern sie unterliegt Transformationsprozessen. Ein letztes Beispiel, eine solitäre Welle. Auch Solitone können Lösungen der KdV-Gleichung sein. Hier die solitäre Wellentheorie mit dem Secans über Bullicus. Das sind die Parameter.
hier die Ableitungen, die verschiedenen Komponenten und auch die Summe dieser vier Komponenten ist 0. Das heißt, auch diese solitäre Welle ist eine Lösung der KdV-Gleichung und wird sich dementsprechend ungestört in dieser Wassertiefe auch ausbreiten können. Warum verwenden wir knoidale Wellen für die spektrale Zerlegung? Knoidale Wellen, ich habe es schon gesagt, sind Lösung der KdV-Gleichung für fortschreitende Wellen. Knoidal, der Begriff knoidal kommt von dieser Funktion Cn. Das ist eine der jakobischen elliptischen Funktionen und wird bezeichnet als Cosinus Amplitudinis. Und Cn ist gewählt worden als Analogie zu Cosinus oder Sinus. Das ist die Gleichung. Wir haben hier die freie Oberfläche einer knoidalen Welle, einer einzelnen Welle. Wir haben die Wellenhöhe, wir haben diesen Wert Cn, diese Funktion Cn. Wir haben hier Kx minus Omega t plus Phi. Das sind Werte, die man aus den konventionellen Wellentheorien kennt. Zusätzlich haben wir noch einen Wert, der hier rot dargestellt ist. Das ist der sogenannte Modulus. Und dieser Modulus bestimmt die Form der knoidalen Welle. Eine grundsätzliche Eigenschaft knoidaler Wellen ist, dass wenn dieser Modulus den Wert 0 annimmt, dann diese Funktion Cn, dieser Cosinus Amplitudinis, zum Cosinus wird. Das heißt, für m gleich 0 nimmt die knoidale Welle, dadurch, dass hier ein Cosinus steht, die Form einer Cosinuswelle an. Strebt m gegen 1, dann wird die Funktion Cn zum Secans Hyperbolicus, wie wir ihn hier haben, für die Generierung von solitären Wellen. Das heißt, für m gegen 1 nimmt meine knoidale Welle, da hier jetzt der Secans Hyperbolicus steht, nimmt die Form einer solitären Welle an. Das ist hier dargestellt, m gleich 0, knoidale Welle als kosinusförmige Welle und die gleiche Wellengleichung wird verwendet, um solitäre oder solitonförmige Wellen darzustellen, alleine dadurch, dass der Modulus von 0 auf 1 geändert wird. Und alles, was dazwischen liegt, alle Wellen, die zwischen kosinusförmig und solitonförmig liegen, sind mögliche Erscheinungsformen knoidaler Wellen. Das heißt auch Wellen, die aussehen wie Stokes 2, Stokes 5 Wellen oder wie Wellen in dem üblicherweise nur sehr eingeschränkt verwendeten Anwendungsgebiet der knoidalen Wellentheorie, werden hier dargestellt. Und das zeigt auch, warum es jetzt nicht mehr notwendig ist, im Vorfeld eine bestimmte Wellentheorie auszuwählen, je nach Flachwasserbedingungen, sondern die Form der Welle, diese Best-Fit-Form für die freie Oberfläche, ergibt sich automatisch als Funktion des Modulus. Und der Modulus für Wellen ist abhängig von der Wassertiefe. Wenn ich die Wassertiefe kenne, kann ich den richtigen Wert für den Modulus auswählen und es ergibt sich automatisch die korrekte Form der knoidalen Welle für die vorgegebene Wassertiefe und die Wellenzahl bzw. die Frequenz. Knoidale Wellen können in Form von Jacobi-Theta-Funktionen dargestellt werden. Diese berücksichtigen die Intravellen-Nichtlinearität. Hier eine Darstellung des Wertes der Funktion Cn zum Vergleich. Das ist die gleiche, wie ich sie hier hatte. Hier in einer konventionellen Darstellung mit der Wellenhöhe einer Funktion und dann kx minus Omega t. Hier dargestellt in Form von Theta-Funktion. Wir haben hinten die Theta-Funktion. Die Theta-Funktion selber liefert nicht die Oberfläche der knoidalen Welle. Wenn wir die Theta-Funktion haben, müssen wir den Logarithmus nehmen, müssen die zweite Ableitung nach x nehmen und dann das Ergebnis noch mit 2 durch Lambda skalieren. Die Wassertiefe steckt in dem Lambda drin, 3 durch 2 mal h hoch 3. Das heißt, hier erfolgt die Anpassung der Wellenform an die Wassertiefe. Und die Theta-Funktion selber ist noch nicht die knoidale Welle. Die Theta-Funktion selber ergibt sich als Summe von 1 plus 2 mal und dann gibt es hier eine Summe. Und hier hinten werden kosinusförmige Wellen aufsummiert. Und zwar, je größer die Nichtlinearität der Welle ist, desto mehr Komponenten brauche ich, desto größer muss die Zahl m sein. Das heißt, um eine knoidale Welle zu generieren, brauche ich hier hinten verschiedene Kosinuswellen, die ich aufsummiere. Das Verfahren erinnert ein bisschen an das Verfahren nach Stokes, fünfter Ordnung zum Beispiel, wo ich für die Generierung einer Stokes 5-förmigen Welle 5 Kosinuswellen addiere. Das ist hier ähnlich. Nur, dass die Überlagerung hier nicht direkt die freie Oberfläche ergibt, sondern ich muss noch den Logarithmus, die Ableitung nehmen und skalieren.
Die Kosinuswellen, die hier verwendet werden, um die Theta-Funktion zu bilden, sind Funktionen von B11. Das ist ein Nicht-Linearitätsparameter. Das ist eine Funktion des Modulus. Das heißt, hier steckt der Modulus drin, hier steckt die Nicht-Linearität drin. Anstelle der Wellenhöhe, wie hier steht. Das heißt, wir können nicht direkt H oder A auswählen, sondern wir müssen über den Weg gehen, B11 oder M zu kennen bzw. zu berechnen. Wir haben die Wellenzahl, die Kreisfrequenz und die Phase, so wie wir es von den konventionellen Wellentheorien auch kennen. Wie sieht eine knoidale Welle aus? Ich habe eben schon gesagt, dass knoidale Wellen verschiedene Formen annehmen können. Hier sind verschiedene Formen dargestellt als Funktion dieses Parameters B11. Wenn wir einen großen Wert haben von 20, in diesem Fall B11 gleich 20, haben wir eine sehr, sehr lineare Welle. Das heißt, die Nichtlinearität ist sehr gering. Der Modulus ist sehr gering, strebt gegen 0. Das, was man hier sieht, das heißt, eigentlich sieht man kaum was, ist eine lineare Welle mit einer kaum sichtbaren Amplitude. Wir sind im Bereich langer Wellen mit kleinen Amplituden, deshalb sehen wir kaum was. Um das zu sehen, müssten wir das Ganze hochskalieren. Wenn wir den Wert B11 reduzieren, steigt die Nichtlinearität der Welle an. Man sieht, dass hier langsam in der Mitte der Wellenberg erkennbar wird. Wenn wir den Wert bis auf B11 gleich 4 reduzieren, bekommen wir die hier im Anschnitt sichtbare Form der Welle, eine typische nichtlineare Wellenform, bei der der Wellenberg höher ist als das Wellental. Wir sehen einen relativ schmalen Wellenberg, ein breiteres und flacheres Wellental, also eine typische Form einer nichtlinearen Welle. Wenn wir den Wert B11 weiter reduzieren, müssen wir jetzt von diesem Diagramm, von dieser Darstellung in dieses hier springen, weil sonst die Amplituden hier nicht dargestellt werden können. Und die Welle hier im Anschnitt und die Welle hier hinten im Anschnitt, die sind identisch. Das heißt, man sieht hier jetzt kaum noch was von dieser nichtlinearen Form. Wenn wir jetzt B11 weiter reduzieren, sehen wir, dass der Wellenberg weiter ansteigt, die Wellentäler werden flacher und wir kommen schließlich zu solitären Wellen. Gar kein Wellental mehr, alles horizontal und dann in der Mitte ein hoher, sehr schmaler Peak, der entsteht. Wie gesagt, all diese hier geplotteten verschiedenen Wellenformen, linear, Stokes-förmig bis hin zu solitären Wellen, können alleine mit dieser Gleichung dargestellt werden, alleine dadurch, dass der Modulus bzw. der Wert von B11 verändert wird. Das heißt, anstelle der klassischen vier verschiedenen Wellentheorien ist es ausreichend, die knoidale Wellengleichung zu nehmen, wie sie hier dargestellt ist, die Oberflächenform knoidaler Wellen als Funktion des Modulus M darstellt. Und je nach Wert für das Modulus M kann ich Wellen generieren, die aussehen wie Wellen aus der ERI-Theorie. Ich habe es dann ERI-like oder ERI-ähnlich genannt. Wird der Modulus vergrößert, bekomme ich Wellen, die genauso aussehen wie Wellen aus der Stokeschen Wellentheorie. Für weiteren Anstieg bekomme ich Wellen, die aussehen wie aus der knoidalen Wellentheorie. Wobei jetzt nochmal deutlich gesagt werden muss, knoidale Wellentheorie beschreibt die Anwendung für die Generierung von Wellen in diesem Bereich, während die knoidale Wellengleichung allgemeingültig ist. Und schließlich, wenn der Wert von M zu groß wird, dann bekomme ich solitäre Wellen. Eine wichtige Einschränkung muss an dieser Stelle noch genannt werden. Und zwar, da wir uns mit der Lösung der Cordewig-de-Vries-Gleichung beschäftigen, die durch die knoidalen Wellen gelöst werden, unterliegen wir auch den Einschränkungen der Cordewig-de-Vries-Gleichung, die da lauten, dass die KdV-Gleichung gültig ist für relative Wassertiefen H zu L kleiner 0,22. Das heißt, wir können uns in diesem Bereich hier bewegen. Wir können keine realistischen, vernünftigen Aussagen treffen über das, was hier passiert, weil die Physik der nichtlinearen Interaktionen nur in diesem Bereich von der KdV-Gleichung beschrieben wird. Wenn wir größere Wassertiefen haben, unterliegen die Interaktionsprozesse anderen Gesetzmäßigkeiten und wir müssten für Wellen in diesem Bereich die nichtlineare Schrödinger-Gleichung verwenden. Das heißt, wir müssten eine
nichtlineare Fourier-Transformation auf Grundlage der nichtlinearen Schrödinger-Gleichung verwenden. Das ist, was ich als NLS-NLFT bezeichne. Wie gesagt, das sei deutlich gesagt. Hier ist die Anwendungsgrenze dieses Verfahrens. Aber, das ist jetzt auch ein Ausblick, es ist möglich, auch die NLS, die nichtlineare Schrödinger-Gleichung, zu implementieren und dann ein Verfahren zu haben, die den gesamten Wassertiefenbereich abdecken. Wenn wir einzelne knoidale Wellen haben, können wir diese überlagern. Das passiert durch die Anwendung von Riemann-Theta-Funktionen, wie gesagt hier das große Theta, und die Berechnung der nichtlinearen Interaktionen. Das heißt, hier kommt jetzt die Interwellen-Nichtlinearität ins Spiel. Wir haben hier die freie nichtlineare Oberfläche zum Vergleich. Auf der vorigen Folie war es eine knoidale Welle, so wie hier dargestellt. Hier ist es jetzt die freie Oberfläche, die sich ergibt aus der Überlagerung von einzelnen knoidalen Wellen. Ansonsten ist die Darstellung identisch. Wir haben das Theta, wir müssen den Logarithmus nehmen, die zweite Ableitung und wir müssen das Ganze skalieren, um die freie Oberfläche zu bekommen. Die Riemann-Theta-Funktion ergibt sich als 1 plus und dann die Überlagerung aus kosinusförmigen Wellen. Auch hier gilt, je größer die Nichtlinearität ist, desto größer muss die Zahl m werden und desto mehr Komponenten muss ich addieren. Da ich jetzt nicht nur eine Welle berücksichtige, sondern verschiedene, gibt es Änderungen. Und zwar gibt es jetzt hier eine Matrix B, nicht mehr einen Wert B1,1, sondern eine Matrix. Und ich habe hier hinten Vektoren für K, Omega und Phi. So, diese Vektoren, um mit dem Einfachen anzufangen, enthalten die Wellenzahlen, Omegas und Phis der einzelnen beteiligten Wellen. Wenn ich n Wellen überlagere, haben die Vektoren jeweils n Komponenten. Das sind einfach Zählvariablen für die verschiedenen Wellen. Und diese Matrix B enthält jetzt die Information der knoidalen Wellen. Haben wir nur eine Welle, reduziert sich die Matrix auf einen Wert. Haben wir mehrere Wellen, in diesem Falle n Wellen, die überlagert werden, haben wir eine n mal n Matrix. Mit den Diagonalelementen, die jeweils die B11, B22 Werte, also die Amplituden der knoidalen Wellen repräsentieren. Und wir haben die nicht-diagonalen Elemente, die für die Interaktionen stehen. Das heißt, wenn ich zwei Wellen habe, B11, B22, habe ich hier die Interaktion zwischen den Wellen 1 und 2. Hier 1, 2, 3 hätte ich dann drei Komponenten. Hier wäre die Interaktion zwischen 1 und 2, die Interaktion zwischen 1 und 3, hier die Interaktion zwischen 2 und 3 und so weiter. Man sieht, dass mit zunehmender Nichtlinearität, wenn der Wert m steigt, die Anzahl der Komponenten auch steigt. Wir haben hier n², eine n-Quadrat-Matrix. Für lange Zeitreihen haben wir einen enormen numerischen Aufwand. Und das ist der Grund, warum diese Methode sich bisher auch noch nicht durchgesetzt hat. Ein praktisches Beispiel oder ein anschauliches Beispiel für die Überlagerung von zwei Wellen, n gleich 2. Hier sei die Ermittlung der Theta-Funktion gezeigt. Es ergibt sich 1 plus und dann in diesem Term haben wir die Theta-Funktion. Jetzt ist es das die Jacobi-Theta-Funktion, weil hier wirklich nur die erste knoidale Welle dargestellt wird. Wir haben B11, K1 und Phi1. Omega fällt raus in diesem Beispiel. Wir haben hier die Theta-Funktion der zweiten knoidalen Welle, B22, K2 und Phi2. Und jetzt haben wir, und diese Berechnung erfolgt automatisch, da die Werte in der Matrix mit vorhanden sind, wir haben hier einen gemischten Term, B11 minus 2 mal B12 plus B22, eine gemischte Amplitude, die die beiden knoidalen Wellen und die Interaktion berücksichtigt. Und dann haben wir K1 minus K2, Phi1 minus Phi2. Und dieser Term repräsentiert die subharmonische Komponente aus der Interaktion zwischen den Wellen 1 und 2. Und wir haben letztendlich, weil wir eine 2x2 Matrix haben mit 4 Elementen, wir haben dann hier einen weiteren gemischten Term, hier mit einem Plus, K1 plus K2, Phi1 plus Phi2. Und hier ergibt sich die subharmonische Komponente. Das heißt, die praktische Beobachtung, die man macht, dass sich bei der Überlagerung von Wellen super- und subharmonische Komponenten ergeben.
die wird hier berücksichtigt, indem eben diese super- und subharmonischen Komponenten im Algorithmus automatisch berechnet werden. Und man kann sehen, hier gibt es gemischte Komponenten. Wenn wir jetzt drei Wellen hätten, dann hätten wir weitere, dann hätten wir 9 Terme, die wir berücksichtigen. Und wir hätten weitere gemischte Terme, wo dann B11, B22, B33, B12, B13 und B23 auftreten würden. Das heißt, wir haben die Interaktion von jeder Welle mit jeder anderen im Code oder in dem Algorithmus automatisch berücksichtigt. Jetzt das Beispiel in Form von Zeitreihen. Wenn ich zwei Stokes-förmige knoidale Wellen überlagere, Wassertiefe 0,5, hier sind die verschiedenen Parameter, sieht hier 4,2, 5,4. In dem Anschnitt, die Kurve hatte einen Wert von 4, die war Stokes-förmig, das heißt, wir sind jetzt etwas drüber, etwas höher. Das heißt, wir sind durchaus im Bereich der Stokes-förmigen Wellen. Wenn die es überlagern, dann sehen wir, dass hier die Wellen dargestellt werden. Erste Welle, zweite Welle. Um zu sehen, zu zeigen, wie das Ganze im FFT-Spektrum aussieht, ist hier das FFT-Spektrum dargestellt in logarithmischer Skalierung. Wir sehen hier, weil die Welle relativ nicht linearer ist, ein kleinerer Wert von B. Hier haben wir einen größeren Wert, das heißt, die Welle ist weniger nicht linear. Haben wir hier relativ viele Komponenten dargestellt. Wenn wir diese Wellen überlagern, dann ergibt die lineare Addition der Wellen gibt dieses Signal. Und es kann gezeigt werden, dass wenn wir die FFT durchführen von diesem Signal, dieses Spektrum dabei herauskommt und das ist identisch mit der linearen Überlagerung dieser beiden Spektren. Das ist auch zu erwarten, weil bei der linearen Überlagerung ja keine neuen Komponenten dazukommen. Das heißt, das, was hier in den beiden Wellen drin ist, ist hier auch enthalten und dadurch sind die Spektren identisch. Was wir berücksichtigen müssen, ist, wenn wir zwei nichtlineare Wellen überlagern, sind die nichtlinearen Interaktionen hier dargestellt und hier das Fourier-Spektrum. Was deutlich zu erkennen ist, ist, dass hier jetzt weit mehr Komponenten enthalten sind als in den ursprünglichen Spektren. Das heißt, durch die Interaktion kommen zusätzliche Wellenkomponenten ins Spiel, die in den ursprünglichen Wellen nicht vorhanden sind. Das heißt, diese zusätzlichen Komponenten, nämlich die ganzen super- und subharmonischen Komponenten, werden durch den Algorithmus automatisch erzeugt. Und wenn man sich hier die einzelnen Werte für K anzeigt, dann kann man zeigen, dass jede dieser Komponenten dadurch entsteht, dass es super- oder subharmonische Interaktionen gibt zwischen jedem Peak, zum Beispiel hier der mit dem, der erste mit dem zweiten, der erste mit dem dritten, der zweite mit dem ersten, der zweite mit dem zweiten. Und wenn man für jede mögliche Interaktion die super- und subharmonischen Komponenten betrachtet, so wie hier dargestellt, dann kann man jeden dieser Peaks auch wiederfinden. Das heißt, wir haben zusätzliche Komponenten, die wir durch super- und subharmonische Komponenten erklären können. Die freie Oberfläche ergibt sich aus der Überlagerung der beiden einzelnen Wellen und der Interaktion. Und das FFT-Spektrum der freien Oberfläche ergibt sich auch aus der Überlagerung der beiden Spektra der Wellen plus der Interaktion. Ich hatte anfangs gesagt, dass die Methode der inversen NLFT die freie Oberfläche liefert. Und wenn ich jetzt die freie Oberfläche habe und ich die bekannten, weil anfangs definierten oder verwendeten knoidalen Wellen, wenn ich die kenne und davon subtrahiere, dann bekomme ich den Interaktionsterm, der aus der Überlagerung dieser beiden Wellen entstanden ist. Das, was wir bisher hatten, war eine Einführung und die inverse NLFT. Jetzt machen wir den Schritt zur direkten NLFT. Das Prinzip der direkten NLFT sieht so aus, dass für ein gegebenes Signal aus Messung oder Simulation eine nichtlineare Zerlegung durchgeführt wird und dieses Signal in knoidale Wellen zerlegt wird. Was die direkte Transformation nicht liefert, sind die Interaktionen. Wenn man an den Interaktionen interessiert ist, müsste man schließlich diese ermittelten Wellen in der inversen Transformation noch einmal überlagern, um dann den Interaktionsterm zu berechnen. Wenn wir diese knoidalen Wellen erhalten haben,
Dann können wir unterscheiden, ob es sich um oszillatorische Wellen handelt oder ob wir Solitone haben. Für einen Wert von m kleiner 0,99 haben wir oszillatorische Wellen, die wir dann, je nach Modulus, noch weiter aufspalten und klassifizieren können. Oder für einen Wert größer als 0,99 haben wir Solitonen. Für oszillatorische Wellen bekommen wir die Amplituden, die Phasen, die Omegas und also die Wellenzahlen und die Omegas, so rum die Kreisfrequenz. Und wir haben dann für die Solitonen die Amplituden und die Phasen. Für alle Solitonen gilt K ist gleich 1, weil ein Soliton nur einmal im Analysefenster auftritt. Für alle Komponenten bekommen wir den Modulus und die Werte für B. Wir bekommen die Werte für B auf den Diagonalen B11, B22 für die einzelnen knoidalen Wellen, die hier ermittelt wurden. Die Interaktionen werden berechnet. Es gilt, dass BJ gleich BJI ist, das heißt B12 und B21 sind identisch und ergeben sich aus den beteiligten Wellenzahlen für die nicht diagonalen Komponenten. Das heißt, diese Interaktionen werden automatisch berechnet, wenn ich letztendlich die Amplituden bzw. die Nichtlinearität der einzelnen Komponenten kenne. Die Ergebnisse der direkten Transformationen werden im sogenannten nichtlinearen Spektrum angezeigt. Das besteht aus zwei Teilen, einmal dem Strahlungsspektrum oder auf Englisch Radiation Spectrum und dem Solitonenspektrum. Die Daten, die hier dargestellt sind, wurden für dieses Signal ermittelt. Es handelt sich um ein Signal mit einem führenden Soliton und nachfolgenden oszillatorischen Wellen. Das ist eine Darstellung der Wellenamplituden. Und das ist identisch mit der Darstellung, die man aus der herkömmlichen Fourier-Transformation kennt. Wir haben hier die solitäre Welle. Die eine solitäre Welle, die im Signal enthalten ist, ist durch die NLFT erkannt worden und hier mit der korrekten Amplitude dargestellt. Weiterhin bekommen wir für jede Komponente den Modulus, der hier dargestellt ist, sodass wir jetzt klassifizieren können, ist der Modulus größer als 0,99, so wie hier ist es ein Soliton. Liegt er dazwischen, hätten wir knoidalförmige Wellen. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Stokes-förmige Wellen und alle anderen Wellen sehen aus wie normale Kosinuswellen. Wobei natürlich sie so aussehen, wenn man es detailliert sieht, sind die etwas nichtlinearer als die hier hinten, weil der Modulus hier sehr klein ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, die sind sehr, sehr kosinusförmig, die sind Stokesförmig. Das ist ein Soliton. Ein paar kurze Ausführungen über die Mathematik. Das werde ich sehr kurz halten. In meiner Dissertation sind dort weitere Ausführungen zu finden oder im Buch von Alfred Osborn aus dem Jahr 2010, auf das ich ausdrücklich hinweisen möchte, weil da viele der Implementierung und der numerischen Beschreibungen enthalten sind, die ich in meiner Dissertation auch verwendet haben. Das Buch heißt Nonlinear Ocean Waves and the Inverse Scattering Transform. Die Anwendung der Inverse Scattering Transform, das ist nämlich der physikalische oder die in der Physik bezeichnete Verwendung für die nichtlineare Fourier-Transformation, sieht so aus, dass man eine Analyse einer unbekannten Wellenstruktur dadurch vornimmt, dass man sie mit einer bekannten mathematischen Funktion behandelt. Das ist ein bisschen in Analogie zu Prozessen aus der Teilchenphysik. Wenn man bestimmte Teilchen hat, die man nicht genau kennt, wo man auch nicht sagen kann, woraus bestehen die, dann werden diese mit bekannten Teilchen beschossen, die unbekannten Teilchen zerfallen und aus den Zerfallsprodukten und den anfangs verwendeten bekannten Teilchen, die für den Beschuss verwendet wurden, kann man schlussfolgern, aus was für Komponenten die unbekannte Struktur bestand. Das ist jetzt hier eine analoge Vorgehensweise. Wir haben eine unbekannte Struktur. Hier ist das das Oberflächensignal. Unbekannt deswegen, weil wir in diesem Signal nichtlineare Wellenkomponenten haben, deren Form und Zusammensetzung wir nicht kennen. Wir haben Interaktionen zwischen diesen Wellen, die wir auch nicht kennen, weil wir die knoidalen oder die zugrunde liegenden nichtlinearen Wellen nicht kennen. Und um diese unbekannte Struktur zu ermitteln, behandeln wir die
könnte sagen, wir beschießen die mit einer bekannten Funktion. In dem Fall ist das das Schrödinger Eigenwertproblem. Das heißt, hier ist die freie Oberfläche, die wird in die bekannte Funktion eingefügt. Und die Lösung des Schrödinger Eigenwertproblems für die gegebenen Daten liefert dann zum einen die nichtlinearen Interaktionen. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, als ob beim Beschuss von Teilchen einfach Energie verloren geht. Und das heißt, diese Bindungsenergie geht verloren und die einzelnen Kerne dieser Struktur, die bleiben über. Und die ermittelte oder die registrierte Antwort des Systems auf diese unbekannte Struktur ist in unserem Fall die sogenannte Floquet-Diskriminante, hier dargestellt als blaue Kurve. Und diese Floquet-Diskriminante, dieses Ergebnis der Analyse, enthält alle Informationen, die ich benötige, um dann in einem Post-Processing, einer Aufbereitung der Daten, die Amplituden und Wellenparameter zu ermitteln, die ich brauche, um dann das nicht-lineare Spektrum zu erstellen. Die Prozedur besteht aus dem sogenannten Scattering-Problem, wo ich verschiedene Matrizen verwende. Es folgt eine Transformation des Signals von einer Position x zu einer Position x plus Delta x. Ich muss die Scattering-Matrix berechnen und diese Scattering-Matrix, wie gesagt, auf die Details möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Die sind in der Dissertation beschrieben oder in dem Buch von Osborne von 2010. Wenn ich diese Scattering-Matrix habe, dann, das ist hier die wichtige Matrix, dann bekomme ich die Floquet-Diskriminante als Spur dieser Matrix. So. Und dieses Delta E, das ist die Floquet-Diskriminante, die hier als blaue Kurve dargestellt ist. Wenn ich dieses durchführe für das Signal aus dem nichtlinearen Spektrum, hier mit dem führenden Soliton und den oszillierenden Wellen, bekomme ich diese blau dargestellte Floquet-Diskriminante. Ich habe ein sogenanntes Reference Level, ein Referenzniveau, was ich angeben kann. Das ist abhängig vom Wasserstand, vom mittleren Wasserstand im System. Weil wir von der Erhaltung der Masse ausgehen, müssen wir so tun, oder ermitteln wir, wo wäre der Wasserstand, wenn wir keine Welle hätten. Und das ist dann das Referenzniveau, auf dem sich dann zum Beispiel auch die Solitonen bewegen. Wir haben bestimmte Eigenwerte aus dem Schrödinger Eigenwertproblem und die Floquet-Diskriminante dargestellt. Und hier eine Detailansicht. Wir können unterscheiden zwischen oszillatorischen Wellen, nämlich rechts vom Referenzniveau, und Solitonen auf der linken Seite. Und was wir sehen ist, dass dieser Wert hier von oben von plus unendlich kommt. Es muss gesagt werden, dass die Darstellung von minus 1 bis plus 1 linear ist. Das heißt, hier werden die wirklichen Funktionswerte dargestellt. Für Werte größer als 1, also kleiner als minus 1, gibt es eine logarithmische Darstellung. Wobei logarithmisch heißt hier, dass der Betrag genommen wurde, der Logarithmus gebildet wurde und der Logarithmus dann mit dem negativen Vorzeichen wieder dargestellt wurde. Weil man sonst überhaupt nichts erkennen würde, deshalb die logarithmische Darstellung für Werte mit einem Betrag größer als 1. Man sieht, dass hier diese Kurve schwankt und dass sie Durchgänge bei plus und minus 1 hat. Hier bei 2 bei plus 1, hier 2 bei minus 1. Und das sind ganz wichtige Werte und diese Durchgänge, diese Nulldurchgänge muss man ermitteln und dann die zugehörigen Eigenwerte bestimmen. Denn diese Eigenwerte bestimmen die Wellenzahl. Das heißt, man würde hier den Mittelwert nehmen und der Eigenwert, der hier zugehört zu diesem Durchgang, der bestimmt die Wellenzahl dieser Komponente. Und jeder Durchgang beschreibt eine Wellenkomponente. Und der Modulus dieser Komponente ergibt sich aus der Berechnung der benachbarten oder der entsprechenden eigenen, hier 2j und der benachbarten Eigenwerte. Die Amplituden der oszillierenden Wellen ergeben sich aus der Differenz. Das heißt zum Beispiel für diese oszillierende Welle ergibt sich die Amplitude aus der Differenz von E12 und E13. Das heißt den Eigenwerten, die zu diesem Durchgang gehören und die zu diesem Durchgang gehören. Für Solitonen ergibt sich die Amplitude als Differenz zwischen den entsprechenden Durchgängen. Das hier ist fast senkrecht, deshalb gibt es da
kein Unterschied. Also diesem Eigenwertsdurchgang und dem Referenzniveau. Das liefert die Amplitude der Solitonen. Das Ganze wird dann im nichtlinearen Spektrum dargestellt, wie schon beschrieben. Aber das zeigt alle wichtigen Informationen über die Wellenparameter, die Wellenzahl oder die Frequenz bei der Analyse von Zeitreihen. Die Methode kann für Ortsreihen und für Zeitreihen gleichermaßen angewendet werden. In dem Eigenwert steckt die Wellenzahl oder die Frequenz drin. In dem Durchabstand hier steckt die Amplitude drin. Wenn zum Beispiel eine Amplitude zur Rekonstruktion des Signals nicht benötigt wird, berührt die Kurve den +1-Durchgang nur und es gibt keinen Durchgang, sodass beide Werte, zum Beispiel E12, E13, in dem Fall identisch sein würden. Das heißt, die Differenz ist 0 und die Amplitude ist 0 und die Komponente wird im Spektrum nicht dargestellt. Kommen wir jetzt zu den interessanten Sachen, nämlich den praktischen Anwendungen der Methode. In dem ersten Beispiel geht es um die Ausbreitung einer langen Kosinuswelle im Flachwasser. Was wir hier sehen, ist ein Messsignal. Es ist keine numerische Simulation. Es ist ein tatsächlich mit einem Wellenpegel gemessenes Signal. Ich habe eine Kosinuswelle generiert in dem Doppelwellenkanal am Leichtwasserinstitut in Braunschweig. Die Wellenhöhe war 5 cm, die Periode 16,67 Sekunden und die Wassertiefe betrug 0,21 Meter. Das ist eine sehr lange Welle. Normalerweise erzeugt man solche Wellen gar nicht. Ich habe es trotzdem getan, weil ich sehen wollte, was passiert und weil ich sehen wollte, wie verhalten sich die gemessenen Daten in meiner NLFT. Das gemessene Signal hier wurde aufgenommen an einem Wellenpegel 1,05 Meter hinter der Wellenmaschine. Und die Frage ist, wie breitet sich diese lange Welle im Wellenkanal aus? Das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe überlegt, ist diese Welle eine Lösung der KdV-Gleichung? Hier ist das Wellenprofil, das mathematische Profil für die entsprechende Kosinuswelle. Ich habe dieses Profil in die KdV-Gleichung eingesetzt, hatte wieder die vier Komponenten und habe festgestellt, dass die Überlagerung der vier Komponenten, der Ableitung und der nichtlinearen und Dispersionstherme, dass die nicht null ist. Das heißt, diese Welle ist keine Lösung der KdV-Gleichung. Das heißt, diese Welle ist keine stabile Welle und kann sich nicht als stabile Welle im Wellenkanal in dieser geringen Wassertiefe ausbreiten. Was passierte mit der Welle? Ein Wellenpegel an der Position 41,26 Meter von der Wellenmaschine entfernt hat dieses Signal aufgezeichnet. Man sieht deutlich, dass nach dem Ramping Up, was hier zu sehen ist, dass wir dann einen Zug von Solitonen haben, der periodisch ist und sich wiederholt. Das heißt, jede dieser Perioden von kosinusförmigen Wellen transformiert sich, wird verändert, wie auch immer, in einen Zug von Solitonen. Und das Ganze periodisch. Und das entspricht den Ergebnissen, die Zabuski und Kruskal 1965 in ihrem Paper beschrieben haben anhand numerischen Simulationen, damals schon beschrieben haben, dass sich eine Sinuswelle im flachen Wasser bei entsprechend geringer Wassertiefe in solitäre Wellen aufspaltet. Ich habe ein Signal, was offensichtlich Solitone enthält. Ich habe eine Analysemethode, die solitäre Wellen explizit als mögliche Basiskomponenten für die spektrale Zerlegung berücksichtigt. Und dann war es natürlich naheliegend, dieses Signal mithilfe der NLFT zu analysieren. Und für dieses Signal, ich habe eine Periode herausgenommen, habe dann eine Periode analysiert und bekomme raus, dass nach Ansicht der NLFT dieses Signal aus 11 Solitonen besteht und ein paar oszillierenden Wellen mit sehr geringer Amplitude. Wenn man sich das Signal anguckt, dann kann man sehr leicht bis zu 7 mögliche Peaks erkennen. Das erste Soliton hat sich fast schon komplett herausgelöst. Es ist zu erwarten, dass die anderen sich auch herauslösen, wenn die Welle sich weiter ausbreitet. Und man kann auch erwarten, dass sich die restlichen Solitonen, die hier noch nicht zu sehen sind, dass die sich bei einer weiteren Wellenausbreitung auch aus dieser Bohre herauslösen würden. Das Problem bei den Messungen im Kanal war, dass ich, wenn ich noch länger gewartet hätte,
ich die reflektierten Wellen von hier hinten zurückbekommen hätte. Wäre ich weiter nach hinten gegangen, hätten die schnelleren Solitonen hier die langsamen hier aufgelöst, sodass sich die einzelnen Perioden nicht mehr so deutlich dargestellt hätten. Deshalb das Signal bei 41,26 Meter und dadurch daher auch nur zwei Perioden, weil ab hier dann der Einfluss der reflektierten Wellen vom Kanalende zu deutlich gewesen wären. Aber auch bei längeren Signal, bei längerer Laufzeit hat man deutlich gesehen, dass die Solitone da waren, dass sich dieses Bild wiederholte. Es war nur leider von den reflektierten Solitonen überlagert. So, das ist jetzt die Anwendung der NLFT auf das Signal im Fernfeld, das offensichtlich Solitonen erhält, wie man durch visuelle Observationen schon herausfinden kann. Das ist das Spektrum, was sich ergibt, wenn ich die NLFT auf das Anfangssignal anwende. Wie gesagt, das gemessene Signal 1,05 Meter hinter der Wellenmaschine. Die Spektren sind fast identisch. Das heißt, die NLFT erkennt auch in diesem Signal 11 Solitone und ein paar oszillierende Wellen mit kleiner Amplitude. Das heißt, die Solitone, die hier gefunden werden, sind nach Meinung der NLFT hier schon vorhanden. Die Untersuchung auf der Seite vorher hat gezeigt, dass diese Welle keine stabile Welle im Flachwasser ist, weil sie keine Lösung der KdV-Gleichung ist. Deshalb kann sie keine stabile Welle sein. Stabile Wellen und Lösung der KdV-Gleichung für diese geringen Wassertiefen sind eben Solitonen, sodass in der NLFT Solitone als spektrale Basiskomponenten herauskommen. Die Solitone sind in diesem Signal bereits enthalten. Sie entstehen nicht erst während der Ausbreitung. Ich wurde oft gefragt, wann genau entstehen denn die Solitone auf dem Weg von hier bis hier? Und die Antwort ist, sie entstehen nicht, sie sind schon vorhanden. Denn diese Kosinuswelle ist keine Kosinuswelle, sie ist eine kosinusförmige, transiente Welle. Die entsteht aus der Überlagerung, aus der nichtlinearen Überlagerung von 11 Solitonen und ein paar oszillierenden Wellen und deren nichtlinearen Interaktionen. Um das weiter zu zeigen, habe ich in einem nächsten Schritt ein numerisches Modell verwendet. Das ist das Modell COBRAS UC, das ursprünglich an der Universität von Cornell entwickelt wurde und dann an der Universität von Kantabrien in Santander weiterentwickelt worden. Vielen Dank, dass ich das Modell benutzen durfte. Ich habe eine lange Kosinuswelle generiert. Die Wassertiefe hier war jetzt 20 cm. Und hier ist eine komplett horizontale Sohle im Kanal. Die Sohle ist nicht 100% horizontal. Aber auch hier zeigt sich, dass die Welle sich ausbreitet. Wir haben eine Veränderung der Wellenform. Wir haben eine asymmetrische Welle. Wir haben eine bohrenförmige Welle, bis sich dann irgendwann bei einem bestimmten Abstand vom Ort der Wellengenerierung an der Wellenfront der erste Peak zeigt. Und dann solitäre Wellen aus der Bohre herauswandern. Und in der numerischen Simulation kann ich aus der initialen Kosinuswelle auch die Entwicklung in einen Zug aus Solitonen erkennen, wie ich es auch im Fernfeld im Kanal beobachtet habe. In einem zweiten Schritt habe ich dann hier hinten eine Periode herausgegriffen, habe dieses Signal umgedreht, einfach numerisch die Richtung geändert, habe das Signal wiederholt angeordnet, habe dann aus diesem Signal dieses Signal verwendet als Eingangsparameter für eine weitere numerische Simulation. Und die Ergebnisse sieht man hier. Hier unten ist das Eingangssignal. Ich habe jetzt einen Zug aus Solitonen, der jetzt in die andere Richtung läuft. Es ist eine Zeitreihe, deshalb laufen die Wellen in dieser Darstellung von rechts nach links. Die höheren Solitone sind schneller und überholen die langsameren. Was man sieht, ist, dass als Folge dieses Überholprozesses es immer weniger Solitone werden. Wir bekommen schließlich eine bohrenförmige Welle. Und es gibt einen Punkt im Kanal, in diesem numerischen Wellenkanal, in der Simulation, wo ich in der Tat eine kosinusförmige Welle erhalte. Gehe ich weiter weg von dem Ort der Wellengenerierung, wird die Welle wieder asymmetrisch, bohrenförmig und die Solitone erscheinen wieder. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo ich eine transiente Kosinuswelle habe, die entsteht, indem Solitone mit der passenden Phase
nichtlineare Interaktionen ausbilden, sodass die Überlagerung der Solitone und der Interaktion dafür sorgt, dass ich eine periodische, regelmäßige, kosinusförmige Welle bekomme. Das hier nochmal dargestellt, das ist der Punkt, wo die Kosinuswelle auftritt. Die Solitonen hier sind Werte über x, deshalb laufen die Wellen von hier von links nach rechts. Die Solitonen überholen, die schnelleren überholen die langsameren. Wir haben die Form einer bogenförmigen Welle. Hier an der Stelle haben wir eine kosinusförmige Welle. Wir haben die Bohre und die Solitone erscheinen wieder aus diesem Überholprozess, ohne ihre Form geändert zu haben. Das ist genau das, was wir in der Einleitung auch an der Folie gesehen haben, als sich zwei Solitonen überholt haben. Ich habe hier in Blau das Ergebnis aus der numerischen Simulation an dieser Stelle, x gleich 37,08 Meter, geplottet. Im Kanal war diese Kosinuswelle aufgezeichnet worden bei 41 Metern. Im numerischen Modell hat es sich bei 37 Metern ergeben. Und im Vergleich dazu in Rot eine mathematisch generierte Kosinuswelle. Die Anwendung der Fourier-Transformation zeigt, dass wir einen sehr deutlichen Peak haben bei der Frequenz, die zu der Wellenperiode gehört. Wir haben hier einen kleinen höherharmonischen Peak, der dadurch zustande kommt, dass wir hier leichte Unregelmäßigkeiten haben. Aber im Großen und Ganzen sagt die FFT, dass es eine Sinuswelle oder Kosinuswelle mit leichten harmonischen Anteilen. In der Wellfeldtransformation wird auch ganz klar die Trägerfrequenz oder die Hauptfrequenz erkannt. Und auch hier diese höhere harmonische Komponente ist hier leicht angedeutet. Und auch in der Hilbert-Horn-Transformation sieht man, dass diese eine Frequenzkomponente dauerhaft im Signal enthalten ist. Keine dieser drei Analysemethoden gibt auch nur irgendeinen Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine Kosinuswelle handelt, sondern um eine transiente Welle, die aus Solitonen besteht. Das heißt, nur die NLFT ist in der Lage, das zu erkennen. Und die NLFT kann erstens erkennen, dass das Signal nicht stabil läuft. Das heißt, ich kann durch die Anwendung der NLFT zeigen, ob ein Signal sich als stabiles Signal ausbreiten wird oder nicht. Ich kann erkennen, aus welchen Komponenten eine transiente Welle besteht. Und wenn ich weiß, aus welchen knoidalen Wellen sie besteht, kann ich dann auch vorhersagen, wie sich diese Welle bei der Ausbreitung im Flachwasser verändern wird. Wenn ich dieses Konzept der transienten Wellen weiterverfolge, dann kann ich verschiedene physikalische Prozesse damit erklären. Die Schlussfolgerung oder die Folgerung der Anwendung der KDV-NLFT ist, dass jede Wellenform im Flachwasser, die keine Lösung der KDV-Gleichung ist, das heißt, die keine knoidale Welle ist, ist eine transiente Welle, die zusammengesetzt ist aus mindestens zwei knoidalen Wellen und ihren nichtlinearen Interaktionen. Also entweder eine Welle ist eine Lösung der KDV-Gleichung, dann breitet sie sich aus, ohne ihre Form zu ändern, oder sie ist keine Lösung der KDV-Gleichung, dann besteht sie aus mindestens zwei Wellen, die Lösung der KDV-Gleichung sind und deren Interaktion. Vielleicht noch kurz ein Nachsatz. Wenn ich dieses Signal hier nehme, genau dieses gemessene Signal, also eine Periode davon, und sage der NLFT nicht, also sage, dass die Wassertiefe nicht 21 cm war, sondern 10 Meter, dann bekomme ich als Analyseergebnis für diese eine Oszillation genau einen Peak und das Signal an dieser Stelle. Das heißt, das NLFT-Spektrum, das nichtlineare Fourier-Spektrum, sieht in dem Fall genauso aus wie das FFT-Spektrum, weil in ausreichend großer Wassertiefe Kosinuswellen stabil sind. Für diese Wassertiefe sind Kosinuswellen dann Lösungen der KDV-Gleichung und das nichtlineare Spektrum ist identisch mit dem FFT-Spektrum. Wenn ich die Wassertiefe reduziere, dann tauchen hier immer mehr harmonische Komponenten auf, bis dann irgendwann bei ausreichend geringer Wassertiefe Solitonen auftreten. Und genau das ist das, was ich anfangs meinte mit, das Verfahren ist adaptiv. In Abhängigkeit der Wassertiefe werden die physikalisch passenden spektralen Komponenten ermittelt.
Das Beispiel hatten wir. Ich kann die versteckten Solitonen zeigen, die in einer langen Kosinuswelle von Beginn an enthalten sind. Ich kann zeigen oder ich kann erklären, warum sich lange Wellen in Bohren und Solitonen zerlegen. Und ich kann auch die Disintegration in Solitone vorhersagen, weil bereits in dieser Welle die NLFT erkennt, dass es sich um 11 Solitonen handelt. Und wenn ich dann ausreichende Wellenausbreitungslängen habe, würden sich hieraus auch 11 Solitonen entwickeln. Wenn man jetzt ausblenden könnte, dass die Wellen hier hinten sich mit denen überlagern und es wieder Überholvorgänge gibt, die dann von hinten anfangen. Es gibt ein Phänomen, das heißt harmonische Generierung im Flachwasser. Das sind Wellendaten, die auch in der Dissertation ausgewertet werden. Das ist im Nahbereich eine Kosinuswelle in einer Wassertiefe von etwa 50 cm. Und das ist das Signal im Fernfeld, das aus dieser Welle entstanden ist. Das heißt, die Welle hier ist keine stabile Welle, sondern sie deformiert sich, sie unterliegt Veränderungen und im Fernfeld haben wir hier zusätzliche Wellenberge. Wenn man jetzt diese Welle als transiente Welle betrachtet, die zusammengesetzt ist aus mehreren Komponenten, in meiner Arbeit zeige ich, dass sich diese Welle aus 4 Komponenten zusammensetzt, dann kann man harmonische Generierung als einfachen Dispersionseffekt dieser 4 beteiligten Wellen betrachten und Frequenzen werden dann in dieser NLFT-Darstellung nicht mehr generiert auf dem Weg von hier nach hier, sondern die Frequenzen sind von Anfang an enthalten. Die Interaktionen sorgen dafür, dass ich eine transiente Kosinuswelle habe. Und wie gesagt, diese zusätzlichen Peaks entstehen dadurch, dass die einzelnen Komponenten mit ihren eigenen Geschwindigkeiten versehen sind und dann einfach die Wellenberge auseinanderlaufen durch die unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das heißt, harmonische Generierung tritt nur auf, wenn die FFT verwendet wird. Sie tritt nicht auf, wenn die KDV-NLFT verwendet wird. Und somit kann harmonische Generierung betrachtet werden als ein Effekt der FFT, weil die FFT nicht in der Lage ist, die wirklichen zugrunde liegenden nichtlinearen Prozesse in der Analyse zu berücksichtigen. Ein weiteres Phänomen ist die Aufspaltung von Solitonen oder soliden Fischen über und hinter getauchten Riffen. Wenn ein Soliton aus einer bestimmten Wassertiefe kommend als stabile Welle sich ausgebreitet hat und dann in einen Flachwasserbereich, zum Beispiel eine Schelfregion, einläuft, kommt es zur Aufspaltung dieses initialen Solitons in verschiedene Solitone. Hier kann man es vielleicht erkennen, hier sind 3 Solitone und oszillierende Wellen im Hintergrund. Auch diese Analyse wird in der Doktorarbeit ausführlicher gezeigt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Welle hier stabil ist, dann in einen Bereich mit reduzierter Wassertiefe einläuft, sich jetzt schlagartig an dieser Stelle die Randbedingungen ändern, dann wird die vormals stabile Welle auf einmal zu einer transienten Welle, die in dieser reduzierten Wassertiefe auf einmal keine Lösung der KDV-Gleichung mehr ist und deswegen ab diesem Punkt aus mehreren Wellen zusammengesetzt sein muss, die jeweils für sich Lösung der KDV-Gleichung sind. Und da die Wassertiefe hier sehr gering ist, ergeben sich solitäre Wellen als Lösung der KDV-Gleichung. Das heißt, schlagartig habe ich eine transiente Welle und die Deformation des Solitons ist auch wieder auf Dispersionseffekte zurückzuführen, weil ich jetzt schlagartig zugrunde liegende Wellen habe, die dann mit ihrer eigenen Geschwindigkeit sich ausbreiten. Das heißt, soliden Fischen kann als Dispersionseffekt im Flachwasser betrachtet werden. Und mit Anwendung der NLFT kann ich die freien und auch noch in der Bohre versteckten Solitone erkennen. Genauso wie ich hier erkennen konnte, dass es sich hierbei um 11 Solitone handelt, die dann später erst zutage getreten sind. Und ich kann einfach durch Anwendung der NLFT die Anzahl der zu erwartenden Solitone bestimmen. Eine letzte Anwendung, die in der Doktorarbeit nur sehr kurz beschrieben wird, ist die Anwendung der NLFT für die Analyse von langperiodischen Primärwellen von Schiffen.
Wir betrachten Schiffswellen im Elbe-Ästuar. Das heißt, wir haben sehr lange Wellen in relativ geringer Wassertiefe. Das heißt, es sind Flachwasserwellen und die Anwendung der NLFT zeigt, dass diese lange Primärwelle in bis zu 70 Solitonen zerlegt wird. Das klingt zunächst vielleicht ein bisschen komisch, auch wir waren skeptisch, aber wenn man sieht, dass diese 16 Sekunden lange Kosinuswelle schon in 11 Solitonen zerlegt wird und dass auch gezeigt werden kann, dass es wirklich Solitone gibt, die in dem Signal enthalten sind, dann ist das nicht mehr ganz so unplausibel, dass das vielleicht wirklich so sein kann. Wir erwarten uns von der Anwendung neue Einblicke in die Physik der Ausbreitung von Schiffswellen, und zwar sowohl für die Primärwellen als auch für die Sekundärwellen, die eher in den Tiefwasserbereich fallen. Und das ist definitiv eine der zukünftigen Anwendungen für die KDV-NLFT. Wie gesagt, eine Detailauswertung erfolgt in der Doktorarbeit nicht. Es gibt nur einen ganz kurzen Hinweis. Die Anwendung der KDV-NLFT liefert Erklärungen und Lösungen für verschiedene Flachwasserprobleme. Der gemeinsame Nenner von all diesen Problemen ist, dass wir die verschiedenen Prozesse auf das Vorhandensein oder die spontane Bildung von transienten Wellen zurückführen können und diese sehr verschiedenen Prozesse auf einmal mit ein und demselben physikalischen Ansatz und also mit den gleichen Prozessen erklären können. Die herkömmlichen Anwendungen, FFT, Wavetransform und Hilbert-Hoang-Transform, können das nicht leisten. Und das ist der große Vorteil dieser NLFT, dass es die wirklichen zugrunde liegenden Prozesse berücksichtigt. Ein kurzer Ausblick und eine Zusammenfassung. Es ist gelungen, in der Doktorarbeit erfolgreich die numerische Implementation dieser nichtlinearen Analysemethode durchzuführen. Das Besondere ist, dass wir die realen physikalischen Wellenausbreitungsprozesse und die Interaktionsprozesse zwischen den verschiedenen Wellen im Flachwasser berücksichtigen können. Wir können Wellen nicht linear überlagern. Wir können die freie Oberfläche als Folge dieser nichtlinearen Überlagerung ermitteln. Und es ist möglich, auch die Interaktionsprozesse einzeln darzustellen und dann auch zu untersuchen. Transiente Wellen, wie sie von der KDV-NLFT erkannt werden, können verschiedene nichtlineare physikalische Prozesse erklären im Flachwasser, wie die Ausbreitung und Transformation langer Wellen, den Effekt der harmonischen Generierung, der als Artefakt, möchte ich sagen, der FFT identifiziert wurde oder erkannt wurde, und auch die Aufspaltung von Solitonen, das Soliton Fission. Der Ausblick sieht so aus, dass wir einen vollständig neuen Standpunkt oder eine neue Betrachtungsweise für das Verständnis von nichtlinearen Flachwasserwellen und deren Problemen und Prozessen bekommen können, wenn wir diese Methode anwenden, detailliert anwenden und auch die praktische Anwendbarkeit herstellen, indem ich dann weitere Verbesserungen vornehme, dass die ganze Methode schneller mache, sodass dann auch wirklich für die praktische Anwendung ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung steht. Und eine der weiteren zukünftigen Entwicklungen ist, dass wir das hyperschnelle Modellieren von 3D-Wellenausbreitung im Flachwasser mit einbinden werden, indem wir die entsprechenden Algorithmen für die Theta-Funktion mit einbauen. Damit sind wir am Ende meiner Präsentation angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre Geduld. Bleibt mir noch übrig zu fragen, ob Sie weitere Fragen haben. Möchten Sie vielleicht wissen, wie Ihre Daten, Ihre nichtlinearen Daten aus dem Flachwasser in einem nichtlinearen Spektrum aussehen würden? Sind Sie an einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit oder Kooperation interessiert? Melden Sie sich bei mir, schreiben Sie mir, besuchen Sie meine Webseite www.markus-brühl.de oder schreiben Sie mir unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse. Ich freue mich schon darauf, etwas von Ihnen zu hören
und mit Ihnen in Diskussion zu treten. Vielen Dank.